Servus, grüß euch, da bin ich wieder, der Wolfi. Ich hab euch versprochen, ich mach eine Hey-Bratwurst. Und jetzt passt mal auf, was ich da alles einmal hergekriegt hab für euch. Was das alles im Allgemeinen ist für meine Wildbratwurst, für die Hey-Bratwurst, das sage ich euch nach dem Intro. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Jetzt schaut es einmal an, lauter feine Sachen. Hier habe ich die Rehschultern ausgelöst. Das sind 1200 Gramm, komplett entzehnt und entfettet. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, liebe Freunde. Ja, hier habe ich dann nochmal 400 Gramm Kalbsschulter, 400 Gramm fetten Rückenspeck. Für die Wurst benötigen wir Rosmarin, Thymian, dann haben wir Zitronenzesten, ein paar Walnüsse, wunderbare Steinpilze, am besten sind die getrockneten, dann habe ich diverse Gewürze für die und ein Petersilie, die Liebe ist ganz wichtig, Petersilie, die genauen Mengenangaben werde ich euch später dann wieder unten hineinschreiben. Wir benötigen die Därme, Schafsdärme mit dem Kaliber 20-22, kann auch 22-24 sein. Ja, das sind meine Abschnitte. Daraus werde ich dann in einem anderen Video mal einen wunderbaren Wildfond machen. Und jetzt sage ich, auf geht's, packen wir's, los geht's. Ja, liebe Freunde, und wie es mir oft passiert, dass ich die Hälfte vergesse noch zum Erklären, was wir brauchen. Wir haben hier optional noch ein Cognac. Man kann, man muss ihn nicht dazugeben. Also wenn gedacht ist, dass Kinder mitessen, dann lasst ihn lieber weg. Wir brauchen noch mindestens 150 Gramm eine rohe Zwiebel, einen Knoblauch und ein Ei. So, liebe Freunde, zuerst alles grob zusammenmischen. Da kommen jetzt die Gewürze schon dazu. So. Einfach grob vermischen. Wunderbar. Diese Mischung lassen wir jetzt zweimal durch die 5 Millimeter Scheibe. So, das war das erste Mal. Und jetzt beim zweiten Mal durchdrehen, kommen die Walnüsse und die Zitronenzesten dazu. So, jetzt haben wir es zweimal durchlassen. Geben die gewaschenen Rosmarin und Thymian dazu. Ja, und dann werden wir das einfach mal schön pulverisieren. Und das geben wir jetzt einmal zur Wurst dazu, zum Wurstbrat. So, geben die Kräuter hier dazu. Nun wechsle ich die Lochscheibe auf 3 mm. Den Knoblauch
etwas klein schneiden. Die Zwiebel. So. Das gibt eine sehr würzige, sehr geschmackige Bratwurst. Dann geben wir noch die Pilze dazu, die habe ich klein gehackt. Nach Möglichkeit sollten das schon Waldpilze sein. Dann geben wir jetzt den Cognac rein. Und das Ei. Super. Wenn wir das haben, rupfen wir uns ein paar schöne Blätter runter. Und bitte, ich liebe ja die Stängel. Ich liebe die Stängel. Aber hier bitte nicht reinmachen, die sind zu grobfaserig. So. Ring runter und etwas grob vermischen. So. Wow, das riecht lecker. Mein Sohn, der mir den Vorschlag machte mit der Bratwurst, der ist heute hier zu Gast. Muss ich sagen, zu Gast, weil Corona ist ein ungastliches Virus. Ja, und der sagt auch, riecht lecker. Dem läuft das Wasser schon zusammen. So, und jetzt hier dieses grobe Brat schon mal wieder rein. Ja. Rein damit und das lassen wir jetzt dann noch mal durch. Und auf ein nächstes Mal. Mit jetzt nassen Fingern werden wir die Wurstmaschine wieder befüllen. Einer meiner Lieblingsarbeiten. Warum? Deswegen. So, dann schön reinpressen, damit die Luft rausgeht. Das bisschen verwendet ihr, um die Tülle zu fetten. Das gibt eine sensationelle Wurst. So, zuerst einmal jetzt den Darm etwas spülen. Den habe ich in lauwarmes Wasser eingeweicht. Hier schön zuhalten und den Darm schön ausspülen. Und jetzt versuchen wir mit etwas Fingerspitzengefühl den Darm über die Tülle zu ziehen. Schaut gut aus. Ihr seht, durch das Einfetten geht der Darm schön drüber. Hier jetzt schön zumachen. Dann fangen wir mal an. So, hier seht ihr die Luft, bisschen draufklopfen und schon geht's weiter. So, jetzt sind wir fertig. In vielen Videos sehe ich, beim Wurstabbinden die Menschen, dass sie abdrehen in eine Richtung,
die Würste nehmen und dann in die andere Richtung. Braucht's nicht. Macht's immer so, in der, auf die Art und Weise. Und es reicht vollkommen. So. So, so schauen sie jetzt aus. Ein wenig Rapsöl. Ich hätte es ja ganz gern gegrillt, aber draußen stürmt's und schneit's und es ist ekelhaft. Also bleibt mir nichts anderes übrig. Ich mach's in der Pfanne. Ich bin neugierig. Meine Family ist neugierig. Lassen wir uns einfach überraschen, was hier Leckeres auf uns zukommt. Wundert euch nicht über die unterschiedlichen Größen. Das sind die Würste, die mir verhungert sind. Die Verunglückten. So, da gehe ich jetzt sicherheitshalber mit der Temperatur ein wenig runter. Ja. Schaut gut aus. Ich denke, die sind fertig. So, dann wollen wir mal schauen, wie sie schmecken. Ich nehme gleich die offene. Schaut her, wie schön saftig das die ist. Wow, und heiß. Ja. Es ist ein nicht geläufiger Geschmack, den man gewohnt ist. Das ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Ich schwöre es euch. Mir schmeckt's. Es gibt mit Sicherheit Menschen, denen schmeckt es nicht. Aber diese Menschen, sorry, kann ich nichts dafür. Mir schmeckt es. In dem Sinne sage ich wieder mal vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr mir zugesagt habt, wie ich da sowas mache. Ich habe mein Wort gehalten. Eine Rehbratwurst, die ist sensationell. Lasst mir einen Daumen da. Einen netten Kommentar oder ein Abo. Danke, sage ich. Also in dem Sinne, ich mache mal weiter. Pfiat's euch.